einführen. Ich glaube, das ist nicht richtig oder so. Ich konnte da gerade nichts bewegen. Wie kann ich jetzt? Ah. Ein Lichtspielhaus. Hab ich gefunden, ein Spiegel. Aber wo könnte dieser Spiegel hingehören? Meister, ich komme. Oder auch nicht. Was ist denn das schon wieder für ein Blödsinn? War jetzt nicht so schwer. First Class Number 228. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn da irgendwie so eine Fratze hier so gewesen wäre. So. Also, so. Und ich hier wieder sitze so. What the fuck? Hilfe. RIP. Was haben wir denn hier jetzt? Wo bist denn du? Wo bist du? Da fehlt irgendwas. Und was bist du? Das gleiche, nur auf der anderen Seite. Okay. Was? Glückwunsch, du hast das Herz meines Labyrinths gefunden. Ach so, das Herz ist... Dies mag sich zwar wie ein Sieg anfühlen. Doch von der Freiheit bist du weiter entfernt als je zuvor. Doch gräme dich nicht. Du warst nicht der Erste und du wirst auch ganz sicher nicht der Letzte sein. Jede einzelne Wendung hat dich hierher geführt. Da du Rätsel so sehr magst, habe ich ein letztes Rätsel für dich. Es wird dich bis in alle Ewigkeit beschäftigen. Was ist der Unterschied zwischen einem Irrgarten und einem Labyrinth? Aber wie kann ich eine Antwort von dir erwarten, wo du doch nicht einmal den Unterschied kennst zwischen einem Raum und einem Kerker. Der Meister. Weißt du, ich habe jetzt verkackt, oder was?
Glückwunsch, du hast Room 3 zum ersten Mal abgeschlossen. Die Folgen deiner Handlungen erlebt. Aber es warten noch andere Enden auf dich. Nutze den Schicksal-Ändern-Button im Hauptmenü, um nach Greyholm zurückzukehren. Nur wenn du die vom Meister versteckten mysteriösen Artefakte einsetzt, kannst du dein Schicksal ändern. Du hast eines von vier Enden erlebt. Nur wenn du in Greyholm versteckten mysteriösen Artefakte einsetzt, kannst du dein Schicksal ändern. Warte mal. Also ab hier schon. Also das heißt, wir gehen jetzt nicht durch den dunklen Gang, sondern lösen erst noch die anderen Rätsel. So, und Hinweise, wenn ich das jetzt richtig eben gerade gelesen habe, Hinweise ist nicht. Hinweise gibt's nicht. Das heißt, hier würde mir der Schlüssel noch fehlen. Interessant. Very interesting, das Game. Sehr, sehr interessant. Der Schlüssel fehlt mir. Das fehlt mir. Hier wäre ja auch noch was gegangen, ne? Hier fehlt mir auch zum Beispiel noch der Kristall. Wenn mich nicht alles täuscht. Und hier fehlt ja auch irgendwas. Eine Art Anzeige. Sie ist nicht eingeschaltet. Warum nicht? Ja, WB. Eine Art Anzeige, sie ist nicht eingeschaltet. Ja, ich habe jetzt, ja. Weil der Kristall fehlt, okay? Also ich habe ja nur das erste Ende gesehen. Und das war jetzt ja halt gefangen, beziehungsweise eingekerkert, wie auch immer. Gab es hier denn noch irgendwas? Das habe ich aber gemacht. That's right. Bibliothek.
Hier schon wieder alles voll mit Tinte. Achso, dann gehe ich wieder raus. Weiß ich nicht, was das für eine Spur sein soll oder ähnliches. Alter. Muss ich ja dann aber hoch. Ja, hast ja recht. Das muss ich mir dann ja aus einem anderen Blickwinkel mir betrachten. Weil das ist ja schon wieder das Null-Element. Also denke ich zumindest. Also denke zumindest, dass ich mir das aus einem anderen Blickwinkel betrachten muss. Frage ist jetzt natürlich aus welchem. Huch! Da kann ja aufbleiben. Aber kann ich jetzt aber, brauche ich jetzt ja aber noch nicht rein. Also das hier wäre für, also das, was man hier sieht, das ist für mich schon wieder das Null-Element. So, aber der Blickwinkel stimmt nicht und ich wüsste nicht, wie ich den Blickwinkel jetzt so verändern kann, dass ich das Null-Element angezeigt bekomme. Nee, da gibt's keine Hilfen mehr. Das stand auch dabei. Jetzt bin ich auf mich gestellt, beziehungsweise Twitch-Chat und ich, wir sind auf uns gestellt. Und er hat mich zu der Position zurückgesetzt, an der ich mein Schicksal nochmal in die Hand nehmen kann. Das heißt, für mich, ab hier, wo er mich jetzt reingestellt hat, habe ich alles zur Verfügung, um zu rätseln. Um irgend weiterzukommen. Habe ich wieder ganz vieles für YouTube zum Rausschneiden. I guess. Falls ich das überhaupt auf diese Werbeplattform YouTube schicke. Ich meine, was ist denn das hier zum Beispiel? Da fehlt ja jetzt irgendwas. Und von hier aus guckt man in die Haupthalle. Okay.
Aber der Safe, der hängt ja gar nicht irgendwo dran. Ah, der Safe. Ja, okay, das hier könnte. Ja, okay. Über den Bildern sind wieder die ganzen Gesichter so creepy, spooky weggemacht. Ach, die Texte, die er so hinterlassen hat, die haben aber auch alle irgendwie nicht so den Sinn ergeben, ne? Also so sehr den Sinn irgendwie, dass das jetzt in meiner aktuellen Situation hilfreich wäre. Ich meine, wir haben ja einen kleinen Teil haben wir ja. Hier gilt es halt nur um die Ausführung dieses kleinen Teils. Dann hätten wir ja schon wieder ein bisschen mehr. Ich will jetzt auch nicht Google anschmeißen oder so. Ich denke mal... wenn man das mit dem Anruf hat und so weiter, gemacht hat und so weiter, dann kann man irgendwie den Blickwinkel hier verändern, dass man das Null... Element dann sehen kann. So, und hier fehlt mir halt noch, hierfür fehlt mir halt irgendwie der Schlüssel, um das Ganze aufzumachen. Ich drehe mal die Mitte. Wobei, ne, da ist nichts anderes.